So Leute, oh mein Gott, ich habe gerade meine Ruffy-Figur getötet. Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal, ich bin Erkennet und das ist mein erstes Video ever. Deswegen bitte don't judge me too hard, please. Auf jeden Fall haben sich ganz viele von euch, also ganz viele Freunde und ganz viele Follower auf Instagram, halt zu dem Zeitpunkt sich gewünscht, dass ich ein Video zu SM Entertainment mache. Und hier ist das Video. Ja, ich bin ja eigentlich aus Köln, aber ich war für über ein Jahr in Südkorea und ich habe mir einfach gedacht, ich mache mal bei einer Audition mit. Ich muss dazu kurz sagen, diese Audition war für Ausländer und meistens waren das eher so Japaner, Chinesen, Thailänder und ganz wenige Europäer. Das waren nur zwei Amerikaner und ich dabei. Ja, und das war halt, wie gesagt, eine Audition für Ausländer, die Koreanisch sprechen können, das war ganz wichtig, die tanzen können oder singen können. Und, ja, das ist mein neues Armband von Aces, Spaß. Hauptsächlich Lust hatten, oder haben, für SM Entertainment zu promoten. Die wollen halt einfach nur international, noch internationaler werden. War das ein Wort? Ich habe bei dieser Audition mitgemacht, ich bin ziemlich weit gekommen. Ich durfte am Ende auch an 7-Tage-Training-Programm mitmachen. Hier muss ich kurz sagen, das Staff von SM Entertainment war super streng und super hart und hatten ganz viele Regeln. Was Filmen und was Fotografien angeht, was das Verhalten von den Teilnehmern angeht. Deswegen durften wir in den ersten 5 Tagen gar nicht aufnehmen. Wir hatten gar keine Chance, was aufzunehmen. Unsere Taschen wurden kontrolliert, wir durften keine Kameras mitnehmen, wir durften nicht mal unser Handy mit in die Headquarters mitnehmen. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich schon direkt in dem Moment ohne E-Mail, in dem Moment ja, Videos aufnehmen wollte und Fotos machen wollte und das alles dokumentieren wollte. Boah, hört mal auf, hier zu schreiben. Aber das Gute ist, in den letzten 2 Tagen durfte ich aufnehmen. Und das auch nur, weil die Staff-Member, ne, einen Fehler gemacht haben. Die waren neu, die letzten 2 Tage, das waren nur Neulinge von den Staff-Member. Die wussten nicht genau, ob wir aufnehmen dürfen oder nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall aufgenommen, so gut es geht. Es gab halt Locations, da konnte man sowieso aufnehmen, das war so der öffentliche Bereich. Aber je weiter man reinging, umso strenger wurde es. Es wurde immer wieder gesagt, ja, hier dürft ihr aufnehmen, das dürft ihr nicht aufnehmen, das dürft ihr aufnehmen, hier dürft ihr nicht, hier dürft ihr doch aufnehmen. Keine Ahnung, das war irgendwie total durcheinander. Ja, ganz kurz zu SM Entertainment. Ganz viele von euch kennen SM. Also SM Entertainment, nicht das andere SM. SM kennt man einfach durch viele berühmte Bands, wie zum Beispiel Shiny, EXO, NCT, Red Velvet, FX, Girls Generation und so weiter. Das gibt's unendlich viele. Oh, sorry Leute, ich muss aber was trinken kurz. So, wo waren wir stehen geblieben? Ganz kurz noch, ich würde mir wünschen, wenn ihr das Video kommentiert, das Video teilt, damit alle eure Freunde dieses Video sehen können. Boah, ich klatsche zu viel. Gut, dann wünsche ich euch einfach jetzt einfach nur ganz viel Spaß mit dem Video. Da sind wir schon, da bin ich gerade auf dem Weg ins SM-Studio, ins Coex-Gebäude in Gangnam. Das Gebäude ist riesig, Leute, das hat unendlich viele Etagen, ist super modern und jetzt verstehe ich auch, warum das Town heißt, weil das einfach eine kleine Stadt für sich ist. Hier spreche ich gerade mit meiner Aufpasserin, das ist die Sedi, die seht ihr jetzt gerade. Das ist eine ganz süße, eine ganz liebe und sie hat mir echt mein Leben gerettet, weil mein Koreanisch eben nicht das Beste ist. Was ich hier eigentlich mehr als tanzen gemacht habe, ist Interviews führen und deswegen war es umso besser, die Sedi an meiner Seite zu haben, denn so konnte ich Koreanisch fast ohne Fehler sprechen. So, wir sind gerade im Spiel angekommen. Das ist das Studio. Wie man unschwer erkennen kann, das ist hier der Hair- und Make-up-Room von SM. Ich glaube, der Traum von jedem Mädchen hier auf dieser Welt. Ich muss echt sagen, wenn man diesen Raum betritt, fühlt man sich doch irgendwo wie so ein kleiner Star. Uns wurde auch gesagt, dass hier die SM-Artisten geschminkt werden für diverse TV-Shows, für jegliche Art von Aufnahmen und auch zum Beispiel für Konzerte. Und bitte wundert euch nicht, ich habe auf diesen Aufnahmen immer verschiedene Klamotten an, weil das eben verschiedene Drehtage waren. Und da bin ich. Wie ihr gleich sehr gut erkennen könnt, seht ihr ein paar Staff-Member, die sehr fleißig arbeiten und versuchen, den Alltag zu managen. Ich weiß gar nicht, wie oft sie mir das gesagt hat, aber hier auf diesem Sessel, hier sitzt immer der Chen. Leider konnte ich in den ersten Tagen keine Kamera mit in das Gebäude schmuggeln, deswegen habe ich leider auch keine Fotos davon, wie wir geschminkt wurden. Aber naja, jetzt sind wir schon im Styling Room. Das sind wirklich die originalen Klamotten von den Artisten aus SM Entertainment.
unter anderem EXO, FX, SHINee und Girls' Generation. Die ganzen Kleidungsstücke sind beschriftet, also wenn du Hangul lesen kannst, dann kannst du jetzt das Video stoppen und vielleicht findest du heraus, wem welches Oberteil gehört. Nun befinden wir uns bei den Recording Studios. Ich hatte leider keinen Zugang zu den Studios, weil ich als Tänzer angemeldet war und nicht als Sänger. Aber trotzdem war es sehr interessant zu hören, dass hier in den Studios unter anderem EXO, Amber aus FX und Girls' Generation ein paar Alben aufgenommen haben. Nun schwenkt die Kamera gerade zu der Comfort Zone. Da befinden sich die Konferenzräume und verschiedene Aufenthaltsräume und Leute, ich feiere dieses Sofa und diese Kissen. Es ist außerdem nicht sehr unüblich, dass hier junge Koreaner als Journalisten arbeiten, um einfach Erfahrung zu sammeln. Auf dem Tisch könnt ihr gleich die aktuellsten Magazine und Zeitschriften von SM Entertainment sehen. Ich muss zugeben, selbst 7 Tage haben nicht ausgereicht, um jeden einzelnen Raum hier zu untersuchen. Man merkt, das SM-Management hat hier bei einer Technik und einer Einrichtung keinen Cent gespart. Auf dem Sessel, wo Sehun sein Foto gemacht hat, habe ich auch ein Foto von mir machen lassen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jeder Artist hat so eine Platte an irgendeiner Wand hängen, unterschrieben und ausgezeichnet von den jeweiligen SM-Artisten. Nach dem 4. Tag war Sedi so nett und hat mir dieses Oberteil und die Hose dazu geschenkt. Für die paar Tage bei SM wurde dieser Platz zu meinem Platz. Auf der rechten Seite seht ihr ein Team von SM Entertainment, was verschiedene Promotion-Videos bearbeitet. Und wir befinden uns gerade in einer der vielen SM-Mini-Studios und wenn du ein Fan von EXO bist, dann wirst du das hier ganz genau erkennen. Nach diesem Clip geht es direkt weiter in den Tanzraum, wobei ich meinen beiden Tanzlehrern helfe, die nächste ausländische Tanzgruppe zu leiten, da die beiden nicht so gut in Englisch sind. Nach dem Training noch ein kleines Fotoshooting mit dem Trainer und dann geht es leider schon Richtung Ausgang. Wenn der Kurs endet, werfen mich die Trainer sofort raus, deswegen habe ich gar keine Chance, irgendwie da herumzuschnüffeln, Fotos zu schießen oder irgendwelche Videos zu drehen. Jetzt befinden wir uns in dem offiziellen SM Town Geschäft. Hier kann man diverse Artikel kaufen, Poster, Tassen, irgendwelche Cupcakes bis hin zu CDs, Alben und so weiter. Seit dem Debüt von EXO hat sich der Marktwert von SM Entertainment drastisch erhöht, weswegen die Gesichter von EXO in keiner Abteilung wegzudenken sind. EXO war wirklich überall. So. Wenn ich einen Tick habe, dann sind das meine Haare. Ich lenke wieder vom Thema ab. Was ich witzig fand, also mein Watchdog, also die Person, die mich durchgeführt hat in dem SM-Town, hat versucht immer auf Englisch mit mir zu reden. Und ich habe ihr gesagt, ist kein Problem, du kannst ruhig Koreanisch reden, ich werde dich irgendwie schon verstehen. Und dann hat sie aber trotzdem darauf bestanden, Englisch zu reden und deswegen war das irgendwie süß von der, aber wieder eine andere Story. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, wie es so bei SM Entertainment aussieht. Das ist jetzt noch kein Versprechen, aber ich bin wahrscheinlich für 1-2 Monate in diesem Sommer wieder in Korea. Und ich habe mich schon beworben für ein Internship bei YG Entertainment. Ja, ich hoffe, das klappt. Also meine Freunde, meine Familie, die wissen, dass ich eher zu YG gehen würde als zu SM. Vielleicht schaffe ich es, so ein Video über YG zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, einfach abonnieren. Oder auf Instagram mir folgen. Ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken mit dem Album hier. Das ist ein Originalalbum von Jonghyun. Das ist der Main Vocal aus SHINee. Auch unter SM Entertainment. Das ist für euch. Ihr könnt das Album gewinnen. Das ist brandneu. Und das habe ich aus dem Original SM Town Coex Gebäude gekauft. Ja, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der diese Person kennt und diese Person über alles verehrt oder sowas. Und dann wäre das eine gute Gelegenheit, dieses Album zu gewinnen und dann dieser Person zu schenken. Und du musst einfach nur diesen Kanal abonnieren, kommentieren und am besten auf Facebook oder auf YouTube das Video teilen. Und Leute, versuch's einfach. Ich habe gar keine Abonnenten. Ich bin ganz neu auf YouTube. Und das ist eine große, eine Riesenchance, ein Original. Oh.
Sorry, ich kann heute nicht reden. Deswegen ist es eine Riesenchance, dieses Album zu gewinnen. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Videos. Einen ganz schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal, euer Kenneth.